herzlich willkommen. In diesem Video gehe ich auf H5P ein, und zwar auf das blaue H5P, was in LMS Lernen Hamburg zur Verfügung steht. Im Grunde genommen ist das blaue H5P immer noch dasselbe H5P wie das schwarze, was man vielleicht von früher kannte, falls man damit schon gearbeitet hat. Es ist jetzt allerdings in den Core, also das Herzstückchen von Moodle, integriert. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Das blaue H5P verwaltet man am besten nicht bei der Aktivität selber, sondern man geht auf Inhaltsspeicher und legt dort das Material, das man im Kurs benutzen möchte, an. Der Inhaltsspeicher ist immer spezifisch für den Kurs, in dem man gerade ist. Man kann beim Import oder Export des Kurses den Inhaltsspeicher mitnehmen oder weglassen. Ich würde ihn immer mitnehmen. Hier liegen die Materialien alle nebeneinander zunächst. Ihr habt die Möglichkeit, Material hinzuzufügen, indem ihr also einen neuen interaktiven Inhalt erstellt. Oder ihr könnt bereits bestehendes Material, was ihr von irgendeiner Quelle als .h5p-Datei heruntergeladen habt, dort hochladen. Ich füge jetzt hier beispielsweise ein interaktives Video hinzu. Ich kann also hier beispielsweise jetzt mein Video hinzufügen, kann Interaktionen hinzufügen und dann muss ich dem Ganzen einen Titel geben. Sinnvoll ist es, den Titel so zu wählen, dass sich die Sachen, die man da hat, nachher hinterher alphabetisch sortiert sinnvoll ablegen. Also wenn ihr beispielsweise verschiedene Themenbereiche in eurem Kurs habt, würde ich das Material hier immer, wenn ihr das nachher zuordnen wollt, erst den Namen des Themenbereichs, dann einen spezifischen Materialtitel. Auf diese Art und Weise kriegt ihr eine Ordnung von alleine hinein. Drücke auf Sichern. Und dann wird mir das Material selber angezeigt und dann kann ich hier auf Schließen klicken und dann seht ihr, dass sie hier alle aufgelistet sind. Ich habe auch die Möglichkeit, in eine Listenansicht zu wechseln, dann könnt ihr hier die Größe sehen und was das ist. So ein bisschen, vor allen Dingen auch das Änderungsdatum, kann man dann nach Dateiname sortieren, nach Änderungsdatum, nach Größe oder Art. Gut, wenn ich Material angelegt habe, dann gehe ich hinterher in meinen Kurs selber hinein und kann jetzt hier das Bearbeiten einschalten und kann über Aktivität oder Material anlegen, dann unter den Aktivitäten die blaue Aktivität hinzufügen. Ihr habt beim blauen H5P aber auch die Möglichkeit, in einem Textfeld dieses Material hinzuzufügen. Das heißt, ihr könnt hier in dem Textfeld beispielsweise einen Begrüßungstext schreiben und dort dann das H5P über diesen Button hier einfügen. Da steht jetzt Repositories durchsuchen, da klicke ich drauf und dann wähle ich mir hier unten den Inhaltsspeicher und wähle mir dann die entsprechende Datei. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, das gilt auch, wenn ihr die Aktivität H5P ausgewählt habt, entweder eine Kopie der Datei anzulegen oder ein Alias oder Verknüpfung zur Datei anzulegen. Alias oder Verknüpfung zur Datei führt natürlich dazu, dass man insgesamt weniger oft dieselbe Datei im System abgelegt hat und dass man weniger Datenspeicher hat. Führt aber auch dazu, wenn ihr eine Verknüpfung zur Datei anlegt und dann den Kurs exportiert, und dann irgendwann diese Datei im Originalkurs gelöscht wird, dass es möglicherweise zu Schwierigkeiten kommt. Man klickt auf H5P einfügen und dann ist die H5P-Datei da. Das sieht jetzt erstmal so grau aus, man sieht die nicht direkt in der Vorschau. Und dann kann ich sagen Speichern und zum Kurs. Und jetzt seht ihr hier erstmal noch nichts, weil ich im Bearbeiten muss. Also es lädt ein bisschen, aber dann sieht man das Video quasi direkt hier in dem verlinkten Bereich. Ihr seht jetzt hier, das hat keine Fragen, weil ich ja gerade keine hinzugefügt habe. Ich kann jetzt hier in den Inhaltsspeicher wechseln, das Material anklicken, dann wird das bearbeitbar. Jetzt hier auf Bearbeiten klicken und dann öffnet sich wieder mein übliches Bearbeite dein H5P Fenster und ich kann jetzt hier interaktive Fragen hinzufügen.
Jetzt habe ich das Material verändert. Ihr seht, hier ist jetzt eine Multiple-Choice-Frage und dann kann ich hier schließen. Wenn ich jetzt zurück in den Kurs gehe, dann seht ihr, dass die Multiple-Choice-Frage auch hier im Material jetzt auftaucht. Das ist der große Vorteil des Inhaltsspeichers, auch wenn ihr das Material mehrfach im Kurs benutzt, beispielsweise. Wenn ihr es an dem Inhaltsspeicher verändert, dann passt es sich an. Aber nur, wenn ihr beim Einfügen auch gewählt habt, dass ihr eine Verlinkung haben wollt. Wenn ihr eine Kopie der Datei angelegt habt, dann könnt ihr im Inhaltsspeicher editieren, was ihr wollt. Eure Datei hier im Kurs wird sich nicht ändern. Wir haben den Schülerinnen und Schülern jetzt also das Material auf zwei verschiedene Art und Weisen zur Verfügung gestellt. Einmal im Textfeld und einmal als anklickbare Aktivität. Jetzt möchten wir gerne wissen, welche Schülerinnen und Schüler die Aufgaben in den H5P-Materialien überhaupt bearbeitet haben. Dazu muss man wissen, dass H5P-Material, das im Textfeld eingebunden ist, im Moodle-Kurs nicht in den Bewertungen aufgelistet wird. Es ist nicht möglich, die Berichte und Login-Daten ohne größere technische Fertigkeiten anzusehen. Insbesondere fehlen uns in LMS Lernen Hamburg dafür die Rechte. Das heißt, wenn ihr Material in einem Textfeld einbettet, ist es für Schülerinnen und Schüler auf allen Endgeräten sichtbar, es ist leicht zugänglich und es ist bewertungsfreie Lernzeit. Das heißt, man kann dort davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich sich Inhalte erarbeiten, ohne dass wir als Lehrerinnen und Lehrer kontrollieren und bewerten, wie sie mit diesen Inhalten arbeiten. Wir können Schülerinnen und Schüler auffordern, die Textfelder, wenn sie die Bearbeitung fertig haben, abzuhaken, hier über den Aktivitätsabschluss des Textfeldes. Dann können wir über den Aktivitätsabschluss sehen, wer wie weit ist, ohne dabei in die Inhalte zu weit hineingucken zu können. Das gewährleistet eine entspannte und bewertungsfreie Lernzeit. Beim Material, das direkt als anklickbares H5P hinterlegt ist, wird automatisch ein Eintrag bei Bewertungen angelegt für dieses jeweilige Material. Ihr seht hier, es gibt hier alternative Prüfungsformen und digitale Mündigkeit. Beide Materialien sind angelegt im Bewertungsraster. Wenn Schülerinnen und Schüler hier eine Bewertung auch tatsächlich eintragen sollen, müssen wir im Inhaltsspeicher das Material entsprechend konfigurieren. Hier seht ihr beispielsweise, dass in diesem Material keine Frage ist und auch hier hinten kein Stern sichtbar ist. Ich lege jetzt eine Beispielfrage an. Im Bearbeitungsmodus kann ich hier hinten einen Stern sehen. Ihr springt an eine Stelle, an der ihr sagt, dass hier jetzt das Wissen der Schülerinnen und Schüler ausreichend abgefragt wurde, beziehungsweise man kann solche Übermittlungspunkte, wie ich jetzt gleich setze, zwischen allen Fragen setzen. Dann klickt ihr auf den Stern und dann eine Antwortübermittlung einfügen. Dann gibt es hier eine Antwortübermittlung nach dieser Frage. Dann sichert man. Und wenn wir uns das Material jetzt angucken, seht ihr, dass es jetzt hier einen Stern gibt. Wenn ich als Schülerin oder Schüler das Material jetzt bearbeite, dann springt die Frage auf. Ich beantworte die Frage. Klicke auf Fortfahren und dann blinkt der Stern einmal auf und ich sehe ein beantwortet. Während Schülerinnen und Schüler den Stern jetzt anklicken, dann können Sie hier auf Antworten absenden eine Antwortmöglichkeit oder eine, das, was Sie eben angekreuzt haben, übermitteln und es wird dann im Bereich Bewertungen eingetragen. Das gilt allerdings nicht, wenn ich das in der Vorschau mache. Also wenn ihr das testen wollt, dann müsst ihr tatsächlich hinterher zu dem Material selber direkt hingehen. Das heißt also, ich gucke mir jetzt hier das Material hier an und ihr müsst in der Rolle Teilnehmer sein. Andernfalls taucht ihr in der Liste der bewerteten Personen auch gar nicht auf. Genau, also zum Testen gebt euch selber die Rolle Teilnehmer. Jetzt hier nur einen von drei Punkten. Bin aber trotzdem der Meinung, das reicht mir jetzt als Schüler. Dann kann ich jetzt hier auf Antworten absenden klicken.
dann sagt er wieder diesen Screen. Und jetzt sieht man hier in den Bewertungen die 33,33%. Sobald eine Bewertung also eingetragen ist, weiß ich als Lehrperson auch, der Schüler hat es gemacht und zwar so, wie es da angegeben ist. Ihr könnt natürlich nicht sehen, wie viele Versuche derjenige hat, jetzt hier in den Bewertungen. Ihr habt aber die Möglichkeit, hier in den Bewertungen auf den Namen der Aktivität zu klicken und dann könnt ihr hier sehen, wie viele Versuche es gab und was in diesen Versuchen entsprechend gekreuzt worden ist. Das ist jetzt hier nicht so besonders interessant, aber ihr könntet jetzt hier zum Beispiel sehen, auf Bericht anzeigen, da würde man dann genau sehen, was die Person entsprechend gekreuzt hat, sodass ihr didaktisch die Möglichkeit habt, Hilfestellung zu geben oder persönlich mit dem Schüler nochmal darüber zu reden oder zu entscheiden, welche Art von Übungen er in Zukunft noch braucht oder was man sonst eben didaktisch so machen möchte. Nochmal zusammengefasst. Ihr habt die Möglichkeit, das blaue H5P im Textfeld einzubinden oder als eigene Aktivität. Im Textfeld ist es bewertungsfrei, selbst wenn der Stern zu sehen ist und die Schüler auch möglicherweise auf Absenden klicken, wird das in den Bewertungen nicht aufgelistet und ihr könnt auch in den Logdaten nicht sehen, also weil ihr die Logdaten von diesem Material nicht sehen könnt, könnt ihr nicht sehen, wer das bearbeitet hat. Ihr könnt aber die Schülerinnen und Schüler dazu erziehen oder bitten, hier oben die Textfelder dann entsprechend abzuhaken. Bindet ihr Material als eigenständige Aktivität ein, müsst ihr beim Bearbeiten Übermittlungspunkte setzen, damit hier ein Sternchen zu sehen ist, den die Schüler dann, wenn sie zufrieden sind mit ihren Eingaben, anklicken können und auf Absenden klicken können, um dann die erreichten Punkte an die Bewertungen zu übermitteln. Und dann könnt ihr in den Bewertungen sehen, wer das Material wie bearbeitet hat.